Servus, ihr Lieben! Ich zeige euch heute, was wir da eingekauft haben, beziehungsweise meine Freundin war vorhin einkaufen, die Anja, und hat beim Lidl und beim Edeka wieder eingekauft. Ganz viel Spaß euch beim Zuschauen! Ich mache, glaube ich, heute erstmal, weil ich die Blühle hier schon stehen habe. Oh, ich habe ja mal die Anja jetzt gefragt. Wir machen wirklich bei den Blümchen hier mit Edeka, also fangen wir mal an. Diese kleine hier. Was sind denn das? Chrysantheme für 1,49. Aber eigentlich sage ich euch ja nicht die Preise. Bei den Food Halls, ja, bei den Blumen kann ich es euch ja gern sagen, jetzt habe ich schon angefangen. Die kleine werden wir hier im Fenster, also Fensterbrett, in dem Einflanscher, ich klammer rüber. Dann haben wir diese schöne lila, ne? Ja, wie viel Glockenblume ist das für 3,99? Die ist voll hübsch. Die kommt draußen am Balkon. Und diese schöne hier noch. Sind es weiße Margareten? Nee, auch Chrysanthemen. Für 2,22, aber in weiß. Richtig hübsch. Die kommen auch am Balkon. So, dann haben wir, oh, was haben wir hier genau? Ein leeres Produkt, nämlich die Anni kocht nämlich gerade wieder einen Tofu mit Bärlauch. Das wird ein bisschen jetzt laufen, deswegen kann ich euch den erstmal nur so zeigen. Ja, wie viel ist da drin? 250 Gramm. Der kam mit vom Edeka und dann Bio-Ingwer. Habt ihr das schon mal gesehen, dass das so wie eine Karotte ausschaut an Ingwer? Also die Anja hat schon abgeschnitten, weil sie eben für das Gericht, was sie gerade kocht, den Ingwer schon die Hälfte gebraucht hat. War ungefähr doppelt so lang. Ja, anscheinend gab es keine normalen Ingwer und der Bio-Ingwer schaut so aus. So, das ist eine andere Sorte. Hatte ich auch noch nie, aber die Anja hat ein Stück probiert, das ist tatsächlich Ingwer. Dann gab es eine Orange vom Edeka. Für ein Rezept. Apropos Rezept, ich kann euch heute mal wieder unseren Essensplan für die nächsten Tage, bis wir an die See hochfahren, oder sagen, nicht schreiben. Dann hat sie mir meinen Naturkind-Kaffee wieder mitgebracht. Diesmal aber in so einem gepresst hier. Ich hatte letztens so einen loseren Beutel, ich kann es gar nicht beschreiben. Vielleicht habt ihr mein Aufgebraucht-Video gesehen, verlinke ich euch gerne nochmal. Da habe ich den nämlich einmal schon aufgebraucht. Der war so gut, deswegen habe ich den unbedingt wieder gewollt. 100% Arabica-Kaffee. Ach so, ja, aber der ist auch gemahlen, Gott sei Dank. Der andere war nämlich zwei oder drei verschiedene andere Kaffeesorten eben. Und der jetzt nur Arabica. Ja, gut, den probiere ich gerne. Dann einen Hummus und mit Kichererbsen und Olivenöl. Zum einfach so snacken, vermute ich mal. Auch. Nur noch Brot. Außerdem ein oder zwei rote Paprikas wieder. Ah, zwei. Auch beim Edeka. Ich habe sie schon gefragt, warum beim Edeka. Normalerweise holen wir loses Gemüse ja, beim Lidl. Aber Anni meinte, es gab kein loses beim Lidl. Und dann noch zwei Tomätchen. Und dann kann ich euch nur noch eine lose Karotte zeigen, denn eine ist schon in der Verarbeitung gerade. Also zwei Karotten haben wir da noch mitgenommen, beziehungsweise die Anni. Sowie zweimal diesen Light Salakis Käse, 100% mit Schafsmilch. Ja, dann kann ich euch nur noch zwei Sachen vom Edeka zeigen. Den TK-Brokkoli hier, die Anni hat schon verwendet fürs Essen gerade. Und dann Blumenerde. Ihr habt im Thumbnail gesehen, die Blumenerde, die haben wir, beziehungsweise Anni hat die vom Edeka geholt. Ich kann euch noch sagen, beim Edeka hat die Anni 36,29 € ausgegeben. Ah, ja, ihr Lieben, vielleicht habt ihr euch schon gedacht, wenn ihr öfter mal mit frischem Kurkuma kocht, ja, das hier, wir haben gerade nochmal auf den Zettel geschaut, ist Kurkuma anstatt Bio-Ingwer. Ja, jetzt ist halt der Kurkuma, der frische mit drin. Aber gut, ist cool. Dann haben wir mal den frischen Kurkuma auch ausprobiert. Denn Kurkuma haben wir nur als Pulver und so haben wir da einfach mal Erfahrung mit frischen Ingwer gemacht. Kurkuma gemacht, ja. Ihr Lieben, jetzt mache ich sofort weiter mit dem Lidl-Einkauf. Da hat die Anni diese Snickers-Eis mitgebracht, also mit weißer Schokolade, sowie diesen Lachs hier.
Dann hat sie ein Getränk von Emmy wieder mitgebracht, den Kaffee Latte mit Vanille. Den hat sie aber sich schon gleich gegönnt beim Kochen gerade. Ich habe auch einen Schluck genommen, der ist sehr, sehr lecker. Der ist schon leer, ja. Und dann noch eine Coca-Cola Zero. Dann durfte wieder Klopapier, das ist Recycling, nehmen wir immer beim Lidl. Dann kommen noch, dann kommen mal zwei Haushaltsprodukte oder na gut. Dieses Shampoo hier eben mit Kräuter. Mal gucken, wie das ist. Außerdem diesen Kalkstock eben für die Waschmaschine brauchten wir wieder. Dann nochmal zwei Getränke. Sie hat mir auch einen mit Schoko mitgebracht, diesen von Emmy, Kaffee Latte. Und ein Schwipschwapp Siro. Mit Zitronengeschmack durfte mit eine ganze Buddel. Dann haben wir noch einen Sack Zwiebel mal wieder gebraucht. Den packe ich dann ja eh um, weil da fällt schon alles raus, genauso wie bei den Kartoffeln hier. Ja, und zu guter Letzt durfte wieder zweimal meine Lieblings-Hafermilch mit. Obwohl ich sagen muss, die von Vimondo, da ist Öl drin. Und wenn ihr mein letztes oder einer der letzten Videos geschaut habt, mein Food Diary, ich verlinke es euch gerne nochmal. Da habe ich euch nämlich das war eine Bio-Hafermilch vom Kaufland gezeigt. Die hat mir meine Mama mitgebracht, als ich bei ihnen ein paar Tage eben war. Und da ist eben in dieser Kaufland-Hafermilch kein Sonnenblumenöl drin. Das fand ich so gut. Und in dieser eben schon. Und einen großen Unterschied habe ich da nicht geschmeckt zu dieser mit Öl. Super schade, dass wir ewig weit weg hier ein Kaufland erst haben. Nun gut, vielleicht gucke ich einfach mal, dass ich nochmal eine andere, relativ günstige Hafermilch ohne Öl finde irgendwo. So ihr Lieben, bevor ich euch unseren Essensplan ja noch sagen möchte, haben wir mal eine Frage, die Anni und ich. Habt ihr einen Tipp für uns für einen veganen Weichspüler oder einen gut duftenden veganes Waschmittel? Fürs Waschen halt der Klamotten. Das suchen wir jetzt einen. Die Anni wusste jetzt nicht, was wir nehmen könnten für einen Weichspüler, der halt keine Schlachtabfälle enthält. Also schreibt es mir gerne, wenn ihr da einen Tipp für uns habt. Dankeschön euch dafür. Und jetzt, also was werden wir kochen in den nächsten Tagen? Shashuka. Kennt ihr das vielleicht? Also das ist, ich weiß es auch nicht genau, da kommen auf jeden Fall in der Pfanne, werden verschiedene Zutaten reingemacht und obendrauf kommen Eier. Also frische Eier und die werden halt damit so gestocken lassen, ja. Das wird es geben und dann, die Anni macht gerade, glaube ich, zumindest die Gemüse-Tofu-Pfanne. Dann wird es einmal noch ein Lachsfilet aus dem Ofen geben und Tabouleh, orientalischer Couscous-Salat mit gebratener Hühnerbrust. Okay, Tabouleh, ach ja. Ja, auf jeden Fall ein Couscous-Salat und mit Hühnchen gebraten dann so. Ich glaube, ich habe es noch nie gekocht, aber das mache ich ja meistens. Ja, und das war es auch schon, die vier Gerichte, denn wie gesagt, wir werden dann erstmal nicht zu Hause sein. Und ihr werdet aber dieses Video gerade sehen, wahrscheinlich, wenn wir weg sind oder sind schon wieder zu Hause. Ja gut, das wird sich ein bisschen verschieben. Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken, um uns zu unterstützen. Vielen Dank! Ciao!